So, schau. Mach die Kiste mal auf, ob da was rauskommt. Werden wir gleich sehen. Da hinten ist wieder eine. Warte mal, ich kann ja gerade mal hergehen. So. Jetzt sieht man den Mauszeiger. Ich glaube mal, das ist ganz sinnvoll. Kann ich ein bisschen zeigen, so bla bla. Was mich an dem Mauszeiger ein bisschen stört, der ist halt so ein riesen Okolyt, ne? Das ist auch beim Originalspiel so. Der ist halt dezent riesig gehalten. Wie viele Köpfe haben wir jetzt schon? 54? Das ist nicht mein Zeug, ne? Nee, aus den Kisten kommt nichts raus. Komisch. Sehr, sehr komisch. Also ich finde, die Kisten könnten ein bisschen seltener sein und da könnten teils nützliche Sachen rauskommen. Wenn da mal ein Speed-Up oder sowas rauskommt oder so, dann wäre ich überhaupt nicht böse. So, pass auf. Wir versuchen jetzt gerade mal ganz kurz hier. Helix B kriegen wir denn noch? Lohnt es? Soweit ich weiß, braucht man halt Level 21 für die Drachenkopfgedönse. Aber ja gut. Wir könnten auch nach Daily Quests gucken. Das kann man hier auch machen, soweit ich weiß. Haben jetzt die ersten 17 Level komplett nur gegrindet. Und ist auch vollkommen okay, also kann mich gar nicht beschweren. Aber ich würde gerade mal sagen, wir gucken wirklich mal ganz kurz, was hier noch für uns so möglich ist. Auch zwecks Royal Inspector und was der so bringt. Level 20, okay. Level 15, ja. Demon Soldier. Würde ich sagen, das machen wir gerade mal. So. Ich muss mir überlegen, wie ich die Punkte nachher genau verteile. Ich werde gerade schon mal Eis machen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich dreielementig fahre oder ob ich mit Refine fahre. Ich denke mal, wir werden vielleicht dreielementar. Ich überlege es immer noch. Ich lasse mal noch alles offen, was offen zu lassen ist, ne? Weißt du Bescheid? Sprich, wir machen kein Speed-Up, weil warum auch? Selbst wenn er besser wäre. Dafür könnte ich eine zweite Mage machen, eine Heilerin. Was ich vielleicht auch tun werde. Refine könnte man machen. Ich weiß nicht. Was ich auf jeden Fall sagen muss, ist, wenn wir den Server quasi außerhalb der Beta weiterspielen sollten, dann werde ich die Mage genauso aufbauen, wie wir hier machen, quasi, ich schaue dann die Aufnahme und rekonstruiere das dann alles ganz genau. 1:1. Einfach, weil, wenn ich hier schon Rumgelaber veranstalte, dann machen wir es doch gleich so. Ne? Oh, die droppen die Heads, das finde ich super. Level 30. Ist der beabsichtigt drinne? Schauen wir den gerade mal an. Wahrscheinlich haut es voll kaputt. Kann sein. Nee, es geht. Aber ich treffe ihn halt nicht. Kann ich den hauen? Ja, das geht.
Dann hau ich den kurz kaputt. Das ist quasi der Lord of Shadow Troop irgendwie, der hier rumsteht. Warum auch immer. Wir können ihn verhauen, cool. Wahrscheinlich ist das so ein Sonderboss-Monster, ich weiß es nicht. Wir werden es gleich rausfinden, auf jeden Fall. Auf jeden Fall treffen tue ich ihn gut. Ich muss mir vielleicht neue Buffs holen. Habe ich das Gefühl. Okay. 3100 XP, das geht ganz klar. Da oben ist doch nur einer. Was bringt hier ein XP? 62. Sind 3200 im Vergleich mehr. 90. Ich glaube, der bringt voll viel XP. Wobei ich nicht genau weiß, wie viel knappe 3000 XP zum Verhältnis sind. Wenn die Masken auch 3000 bringen, dann wäre es ausgeglichen. Wir werden es gleich sehen. Na komm, flieg um. Darf ich jetzt eigentlich? Also auf jeden Fall, das ist der erste große Knackpunkt, ich sagen muss. Das bezeichne ich als Bug, denn ich treffe ihn nicht. Er ist Level 30 laut Angabe hier. Von dem her müsste ich ihn jetzt locker treffen. Was ich auch gleich anhand des Demon Commanders demonstrieren kann. Wie viel XP waren das jetzt? 3021. Beziehungsweise, was ist Level 30? Level 30 müssten die... Hüpfen gerade mal hier hin. Und hier ist fast mehr Lust als zum Int. International, ne? Skin Manager. Level 28. Der ist jetzt quasi nur zwei Level kleiner. Die sind rot, die treffe ich auf jeden Fall. Level 37. So, gut, den wird er wahrscheinlich selber verhauen wollen. Warum ist das in meiner Leiste drin? Aber man sieht hier, Level 28 treffe ich mit voller Härte, 2 Hits und sind die Dinger down. Und diesen Devil treffe ich nicht. Also... Davon abgesehen, dass ich keine Ahnung habe, warum der da rumsteht, ja. Hier, den müsst ihr nicht auch treffen, der ist 37. Oder? Probieren wir es gerade mal. No risk, no fun, den treffe ich auch nicht. Okay, aber der ist 7 Level höher nochmal. Okay, mit dem möchte ich mich aber auch nicht anlegen. Ich habe irgendwas bekommen. Aha. Okay, was macht die Quest eigentlich? 2. Okay, pass auf, wir machen es wie folgt. Das müsste eigentlich so sein, ne? Jupp. Wir snacken uns gerade mal ganz kurz neue Buffs rein. Denn... sind langsam. So, dann wieder in die Mine zurück. Wir wollten ja die Quest fertig machen. Und dann schauen wir mal, was die Quest bringt, ne? Wir sind auch fast Level 21, das heißt, wir können hier 70 Köpfe abgeben. Ist denn nicht irgendwie ein Reittier? Wo kriegt man die Reittiere her? Weil die waren halt verdammt schnell unterwegs. Das wäre was für mich, wenn ich ehrlich bin. Ist die XP eigentlich? Ja, mit 12%. Das ist okay. Ah, ja. Okay. Oh, wir haben sogar einen XP-Stein bekommen, habe ich gar nicht gesehen. Oh, ist mir nicht ins Auge gefallen oder wie auch immer. Egal.
die paar XP, die mir jetzt verpasst haben. Wie lange hält der? Wollen wir das gar nicht einsehen? Hat der gar nicht funktioniert? Hallo? Ich glaube, ich habe den nächsten Bug gefunden. Ich glaube, die XP-Stände funktionieren nicht vernünftig. So, ich habe ja keinen XP-Stand drin. Dann leistet es auch nichts. Vielleicht muss man dafür einen Relock machen. Ich weiß es nicht. Wir können einfach einen Test machen. Wir gucken, ob dieser Devil noch da ist. Dann hauen wir den noch einmal um. Und ich weiß ja, dass sie mir 3120 XP gebracht hat. Von dem her können wir es abgleichen, ob immer noch 3120 bekommen oder ob es mehr ist. Und dann wissen wir, ob der XP-Stein quasi... Was? Okay. Du musst dazu sagen, ist ein Privatserver, von dem sind einige Sachen dann nochmal ein bisschen anders, aber es ist halt sehr int-like gehalten, von dem her. So kleine Spielereien sind doch ganz lustig eigentlich. So. Ich lauf mal den Hügel entlang. Was überlege ich gerade? Ich guck mal, ob der Devil noch mal da ist. Dann können wir es abgleichen. So, müssen wir das Zeug hier mitnehmen. Wir brauchen eh 40 Köpfe, denke ich mal. Von dem her, wo wir jetzt noch im Levelbereich sind, können wir die hier gerade mal zusammensammeln. Wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Denn wenn sie dann blau sind, macht es dann auch keinen Spaß mehr und bringt keinen XP mehr. Von dem her, let's go. So, mal gucken, ob das geht. Hey, cool. Einen großen Lobpunkt, also nicht Kritik, also positive Kritik, den ich gerade mal anbringen muss, ist okay. Nevermind. Was cool wäre, wenn die Anzeige hier anbleiben würde. Beim Internationalen geht die immer sofort aus, wenn du Monster tötest. Hier war es jetzt irgendwie ein bisschen länger an, warum immer. So, Level up. Warte mal. Ach so, du musst die erst köpfen. Okay. Wenn ich das mal stehen lasse, das Kill, der zählt jetzt nicht. Ich lasse ihn jetzt mal von alleine umfallen. Mal gucken, wer Kill zählt. Ja. Okay, cool. Okay, ist gut zu wissen. Was ich auch sagen muss, was cool ist, dass du hier ein bisschen schneller auflebst. Das ist natürlich die Frage, ob das zu schnell ist, gerade bei größeren Partys, wenn einfach viel Geld liegt, ne? Oder einfach einen Picker bräuchtest, oder gar zwei. Wenn du dann zu schnell aufhebst, das nimmt vielleicht ein bisschen die Balance raus. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, die beiden Devils spawnen nicht mehr, die wir gekillt haben, ne? Oder die haben eine Respawn-Zeit. Das ist ja wahrscheinlich das Offensichtlichste. Wir gucken mal. Wir gucken mal, was hier so abgeht. Wir müssen noch zwei von den Questdingern töten. Ah, da ist er. Jetzt ist er rot. Okay, mal gucken, ob ich ihn jetzt treffe. Wenn ich ihn jetzt nicht treffe, bist du offiziell ein Bug. Herzlichen Glückwunsch. So. Ne, okay, du bist ein Bug. Oh, 6. Ah, das ist zu hoch eingestellt. Ich meine,
Viechern, die auch Level 30 sind, heute wahrscheinlich 2 Hits rein oder so und den treffe ich mit 6 Damage. Gut. Haben einen Bug gefunden. Ich meine, gut, hat 0 Evasion, ich treffe den zwar mit dem Stick, aber. Im Service hätte ich mir auch einen Knight machen können, ne? Wenn ich jetzt das hier mache. Der hätte ich mir auch einen Knight machen können. Gleich ist er down, gleich ist er down, gleich ist er down. Und wie viel Zeit kriegen wir? Okay, abgesehen davon, dass er rot ist, 2600. Ja. Gut, jetzt kann ich nicht abgleichen, ob der XP-Stand funktioniert, weil das scheiß Pferd rot geworden ist. Egal. Ich brauche noch einen solchen Dämonentypen. Ich glaube, der ist dann am Stein. Gucken wir gerade mal. Gut, so viel für die ersten zwei Folgen, ne? Warte. Ach ja. Mal gucken, was wir von dem kriegen an XP. Hä? Ich glaube, die sind auch verbuggt, kann das sein? Ja. Oder habe ich die XP geradewegs schon bekommen? Ja, habe ich scheinbar. Okay. Also in Anbetracht der Lage, dass die Viecher hier fast 100 XP bringen und die Quest bloß knapp 10-fache, das ist zu wenig. Gut, das ist Beta, wahrscheinlich bringen die Viecher nachher außer der Beta weniger XP. Aber das ist eine andere Geschichte. So, XP Event Manager. Kann ich die abgeben? Eins. Ich hab's erste reingegeben, cool. Theohawk kennen wir. Prophet. Last Man Standing Duel Tournament. Auction Manager. Eigenwerbung. Wir schauen gerade mal rein. Skin Manager, was bist du? Der Typ. Okay. An Betracht der Lage, dass einige schon Skins haben. Wow. Okay. Ich kann mir jetzt da nichts holen, oder? Archer. Mage. Nee. Okay, verstehe ich nicht ganz. Okay, der funktioniert scheinbar nicht ganz. Demon Gong Manager. Okay, das ist der Typ. Storage Keeper. Aha, hier kann man Sachen kaufen. Ah, cool. Was nehmen wir denn? Ich denke mal, ein Archer wäre am sinnvollsten. Wegen der AG. Aber scheinbar. Warte mal. Kann ich es nicht kaufen? Ich glaube, der funktioniert gar nicht. Also. Die Magic Potion habe ich jetzt bekommen.
Preis geht vollkommen in Ordnung. Die Media Medicines finde ich fast nur ein bisschen zu teuer. Die sollten in-like sein, ich finde. So, und hier kann ich mir nichts kaufen von. Okay, das funktioniert nicht. Nächste Bug gefunden. Masken-Merchant. Reward-Level. Okay, haben wir noch nicht. Element-Collecting. F10. Mystery-Skill. Third Job. Change Level 70. Okay. Skillmaster, was hat's hier? Auf Priest Manager, Dull Craftsman, Black Symbol Manager. Da wird, glaube ich, gerade eine Gilde aufgemacht. Wir gehen gerade zum normalen Merchant gucken. So, jetzt die Sachen. Kann man das kaufen? Ich habe noch nicht genug Geld, ne? Jo. Ah, ich hebe die ganzen anderen Sachen mal auf, wobei HP2 AG1, das verkaufe ich mal. Talisman auf Attack, okay. Ja. Wir haben das ganze 60.000, okay. Sehr schön. Das kostet 100.000. Was ist hier zum Kaufen? Bis G50, okay. Was wird ein Fullset G50 kosten? 1,2 Millionen ist auf jeden Fall machbar. Kann man auch Waffen kaufen? Und nächste Frage. In der Shop. Ja, bis G53, alles klar, sehr schön. Also Int-like, ne? Kannst du auf dem Internationalen auch? Wunderbar. Wir sind jetzt Level 18, 19 sogar schon. Ich guck mal, ob ich ein paar Köpfe veräußern kann. Gerade hier haben wir 10 Stück voll. Sortieren geht auch, oder? Ja. So, Level 23, Level 21, 20. Flagbearer. 8 Stück. Shocktrooper. Was haben wir denn voll? Wild Demon. Hier. Die XP ist 2300, alles geht da nicht. Das geht eigentlich. Die Bottle Dragons sind Level 21, oder? Jo, okay. Ja, pass auf. Dann machen wir da jetzt gerade Folgendes. Ich will immer zu meinem Fahrgeschäft teleportieren, aber ich muss ja den Befehl nehmen. Wir machen das gerade Folgendes. Wir sammeln jetzt gerade ein bisschen Köpfe. Und schauen mal, dass wir die voll kriegen, dann gehen wir die mal ein bisschen ab und gucken, was wir rauskriegen können. Wird sich ja zeigen dann. Und währenddessen putze ich mal ganz meine verschnupfte Nase. Entschuldigung.